Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Und willkommen zur Enjoy Magic Review. Ja, heute haben wir was ganz Besonderes dabei. Andy, kannst du mal bitte die Initialen auf die Münze drauf schreiben? Joe, ich schreibe sogar unsere Initialen. Oh. Enjoy Magic. Forever in love. EM. Damit ist die Gerüchteküche wohl angeheizt. Andi, kannst du einmal mein Handgelenk festhalten? Perfekt. Und ich habe hier in meiner Hosentasche... Nichts wird hier drankommen. Okay. Never. Ich habe meine Wallet und auf der 1, 2... Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist verschwunden. Die Münze ist verschwunden. Und wenn ich hier einmal aufmache, ist hier drin... Eine weitere Tasche. Eine weitere Tasche. Und eine weitere Tasche. Und hier drin ist... Und viele von euch werden jetzt denken, oh, vielleicht ist es ein rotes Tuch, aber nein. Ein zusammengetackertes Papier. Papier. Und wenn du mal fühlst, ist ja was drin. Über rundum zusammengetackert und da könnte das. Nein. Ich will mal. Und meine Damen und Herren, es ist die von mir eigenhändig unterschriebene und nur einmal existente Angel Magic Münze. Das ist The Nest of Wallets von Nicholas Einhorn, ja, eine ja, recht coole Methode. Supreme Nest of Wallets. Supreme. Was ist der Supreme da dran? Keine Ahnung. Also okay. Ich kenne das schon ewig von einem Kollegen. Ewig. Maxi aus dem Zauberverein, der hat performt das unglaublich gut und ist da immer schon gleich aus. Also ich glaube nicht, dass hier irgendwas neu aufgelegt ist. Gibt aber auch keinen Grund dazu, weil ja, es ist eine Top-Sache. Also, was könnt ihr machen? Ihr könnt einen Gegenstand, eine Münze, wie in dem Beispiel, oder einen Ring in einer Tasche, in einem Tuch oder in einer getackerten Pappe. Genau, ich fand es ein bisschen praktischer, das mit dieser Pappe zu machen. In der Ring-Overview erkläre ich euch auch im Detail, wie ihr das machen könnt. Genau. Finde ich auch ein bisschen praktischer einfach damit. Es sind mehrere Routinen dabei. Sonst ist eben dieses rote Tuch mit dabei. Wir haben es noch nicht aufgepackt. Das ist auch alles, was ihr bekommt. Ihr bekommt die drei Ledertaschen. Das Witzige ist, es ist eigentlich kein Gimmick. Ja. Es sind eigentlich ganz normale Taschen. Und wie schreibt man das? Man steckt die auf eine gewisse Art und Weise zusammen, dass man dann den Effekt vollführen kann. Aber der Zuschauer kann hier nachher alles untersuchen. Genau. Das ist nichts, keine... Oft haben Wallets ja irgendwelche Fächer oder so. Nee, überhaupt nicht. Es ist hier komplett normal. Ja. Die Sachen, die auch mitgeliefert werden, finde ich eigentlich recht cool. Das ist diese vier Tricks in einer Minute, die er dann zum Beispiel das gemacht hat. Ja, das fand ich ganz cool, wo der Ring verschwindet und dann der Stift taucht wieder auf und dann der vierte ist dann, dass der Ring oder die Münze... Ja, doch, schön Subtlety, wenn er die Münze dann quasi, oh ja, wofür steht denn das? Obwohl er, weiß schon, kriegst du halt die Idee. Genau. Ja, es ist eine geile Routine dabei. Es sind Live-Performances dabei, was ich natürlich sehr nice finde. Aber es ist ja, Nicholas Einhorn ist einfach, steht schon irgendwo für Qualität, muss man sagen. Genau. Und ja, es ist schwer mehr zu sagen, als dass es einfach verdammt gut ist. Es muss einem halt gefallen, es ist... taschentechnisch relativ praktisch im Vergleich zu zum Beispiel einer Ringbox. Ist es einfach praktischer, man steckt es in eine Sakko-Tasche oder auch hinten in die Hosentasche rein, hat es dabei, es ist sofort geresettet, also wenn man den Effekt performt, man kann eigentlich beim Zusammenstecken... Ja, das heißt nicht sofort, aber ja, genau. Wenn man ein bisschen das schlau macht und das keiner mitkriegt, kann man es gleich wieder für die nächste Performance setupen sozusagen. Genau. Ja. Wie gesagt, es ist auch das entsprechend dabei. Mir persönlich gefällt diese Routine ganz geil mit in einer Minute werdet ihr jetzt vier Effekte machen, bam, 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 also so richtig draufknallen. Es ist gut erklärt, für uns hat die ganz gut funktioniert, ich weiß nicht, ob du die schon ein bisschen eingearbeitet hast, es wird auch ein bisschen empfohlen mit Babypuder dann noch, das ist ein bisschen Ding, aber keine Ahnung, ich fand es jetzt eigentlich okay. Es ist unheimlich schönes, weiches Leder, ich glaube, es ist auch echtes Leder, oder? Kann ich dir jetzt gerade tatsächlich nicht sagen. Kann ich jetzt auch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja. Ist es für jemanden geeignet, der einsteigen möchte? Ja, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, er hat halt eben seine, er verbaut es so ein bisschen mit seinem Proflight. Also da ist die Routine mit dabei, aber ihr müsst euch halt eben das Proflight-Gimmick nochmal holen und auch die Ring-and-String-Routine, die ist auch nur auf dem Proflight drauf und nicht hiermit.
Das ist das Einzige, wo ich sage, okay, das ist jetzt halt schade, wenn du es schon anteaserst, dann könnte man es machen, besonders Man hätte im das mal. Ringflight hätte es, also diesen Die Ring and String hätte man dazu packen hätte man können, dazu ja. bekommen können, genau. Ja, es ist halt nur ein Reveal von Ring oder Münze tatsächlich. Also dann am Ende das ist ein Ja verdammt gut, guter. es ist schon eine Routine dabei auch, deswegen. Aber ich finde, so richtig komplett wird es erst, wenn man es mit ProFlight oder wie wir nennen, mit einem Ringzieher kombiniert. Also ich würde es schon eher Finde ich, wie wissen das mit dem Ringzieher in einer kombinieren? größeren Routine. Ich würde es schon. Ich weiß nicht, ob Ja, ich aber das noch. wird deswegen. Würdest du. Ja, ich weiß nicht, ich würde. Irgendwie, klar Diese eine geht's. Minuten-Routine mit vier Effekten würde ich machen. Würdest du machen? Ja, finde ich echt cool. Besonders wenn du eh nur so kurz Zeit Ja. hast für die Leute bei Table Hopping, könnte ich mir das echt gut vorstellen. Hi, ich bin Joe von Enjoy Magic. Ne, hättet ihr kurz Zeit? Pass Mm, auf, schau ja. dich das mal an. Gib mir eine Minute, ihr kriegt vier Effekte. Bam, 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 bam. Ah, mir hat die nicht so gefallen, diese vier Effekte. Die ging irgendwie mir zu schnell und ich finde, da ging das ein bisschen unter, wie unmöglich es eigentlich ist, Tasche in Tasche in Tasche, weil das war da so schnell. Das war deswegen aufgrund der Struktur und der Story, ist es so Ja, das bam, am bam, Ende hat er bam, es schon bam. langsamer gemacht. Das ist jetzt auch Ja, nicht genau, aber es ist halt aber. einfach so die Prämisse, dass ihr sagt, hey, ihr habt nicht lange Ja. Zeit, ich zeige, wenn ihr jetzt noch Lust habt. Ich finde, das ist eigentlich ein cooler Moment, an den Tisch zu gehen. Ihr habt Safe. wirklich, ja, Ja. deswegen, das finde ich ganz gut. Deswegen stimme ich dir jetzt da nicht zu, dass du sagst, das ist keine runde Sache. Doch, finde ich Doch, schon. doch, es ist definitiv eine runde Sache. Ich finde nur, dass es noch mehr zur Geltung kommt, das als Kicker irgendwo einzubauen. Also zum Beispiel mit einem Ringzieher anzufangen und am Schluss dann nochmal, um es nochmal unmöglicher zu machen, ist in der Tasche, in dem Tuch auftauchen zu lassen. Entfaltet das, finde ich, nochmal mehr Potenzial. Soll nicht heißen, dass man es das nicht einfach so als Standalone-Effekt performen kann. Kann man auf jeden Fall. Aber es ist nicht mal als Standalone. Ich meine, da sind noch Ja. andere Sachen dabei, dass es eben nicht Standalone ist. Genau, also es funktioniert so gut, wie es ist, aber es entfaltet noch mehr Potenzial, wenn man es in der großen Routine mit verbaut oder als Kicker verwendet, dass eine Sache dann noch mal unmöglicher da drin auftaucht. Und ich finde es auch cool, es einfach langsam zu performen, weil es diesen Moment so schön aufbaut. Du machst die Das Tasche Ende ist auf, aber du machst die langsam Tasche performt. auf. Ich fand es in der Das einen Performance relativ schnell. In der einen Live-Performance, die ich auch drin hatte, da war es relativ bam, 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 bam. Kam mir so vor, doch. Und naja, auf jeden Fall ist eine Top-Sache. Dann Gibt es dazu von der noch Bewertung her. von der Bewertung her? Von mir gibt es 9 Punkte, definitiv. Okay. 9 Punkte, weil ja, ich werde es auch, ich weiß nicht, müssen das, geht es zurück am Magic Shop oder so? Würde es auch verwenden. Also, das wäre auf jeden Fall ein Worker-Piece, was man jetzt anstatt der RSVP-Box hernehmen könnte in meinem Repertoire, weil es einfach auch praktischer ist als diese Box. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, Ich ja. gebe dem Ganzen auch 9 Punkte. Ich bin echt davon überzeugt, ich würde es auch Ja. verwenden. Ich muss es nochmal gucken, ob es drin bleibt. Kann ich nicht sagen, aber ich würde es auf jeden Fall beim nächsten Friseurbesuch mal mitbringen und es einfach mal Ja, ausprobieren. Genau. Und ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr dem Produkt für eine Bewertung gegeben habt. Und das war Supreme Nest of Wallets. Zur Mitte der Review. Ja, das ist natürlich thematisch ein bisschen mit, natürlich clever gedacht, mit dem Ring oder mit Münze. Die Nest of Wallets besprechen wir auch in der Ring Overview. Da erkläre ich euch dann auch im Detail, wie ihr dieses Finish mit dem Papier und den Tacker machen könnt. Wenn euch das interessiert, über den Link in der Beschreibung findet ihr die Overview. Und Andi hat auch noch ein Ja, kleines Announcement. ich hab noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar bei Magic Shop startet morgen eine ziemlich nice Aktion. Und zwar gibt es zu jeder Bestellung Artikel dazu. Offen Wie gestanden, viele? es ist. Eins? Nee, es Zwei? gibt. Erstmal was? Drei? Es gibt Plunder und es gibt 5-mal Plunder zu jeder Bestellung dazu. Sie haben so viele Ladenhüter und sie haben sich zu einem Fasching-Special entschlossen, bei jeder Bestellung einfach 5 von den Artikeln dazulegen. Also, wenn ihr Bock habt, da euch ein bisschen durchzuwühlen, dann checkt Magic Shop aus. Genau. Und wir starten jetzt rein mit dem nächsten Produkt. Wusch. Ja, als nächstes Produkt, ein relativ altes Produkt, erkennt man daran, dass es eine DVD dabei ist. Es ist das Ding von Lul Leventhal. Passend zu unserer Thematik Ring. Ring haben wir jetzt hier das vierte Ringprodukt. Genau. Ja, ein Klassiker. Ich dachte erst, als ich es angeguckt habe, dass hier auch ein Ring Flight Gimmick, ein Ringzieher mit dabei ist. Ist es nicht. Also was bekommt ihr? Ihr bekommt nur eine DVD. Ihr Es bekommt. bekommt eine Idee, wie ihr einen Ringzieher routinemäßig in einer Bühnenshow einbauen könnt. Was man aber ohne Probleme auch im Ja. Closer-Bereich und sowas machen kann. Und normalerweise ist es ja so, dass der Ring dann verschwindet und weg und tada, und er taucht da wieder auf. Und in der Routine ist es eigentlich ganz interessant. Deswegen findet ihr auch keine Live-Performance, weil das ist so das, was im Endeffekt, was ihr kauft. Er fängt an mit einer Routine, wo er von seinem Großvater erzählt und hat früher immer dieses Trick gemacht und du musst raten, wo der Ring drin ist. Und wenn du es richtig hast, dann gewinnst du ihn oder du verlierst ihn. Das ist natürlich witzig, weil es mit dem Ring vom Zuschauer macht.
Und dann kommt es in eine Tüte rein. Und damit es nochmal einfacher ist, und dann ist es natürlich da und theatralisch reißt das dann auf und dann in einer Brieftasche an den Schlüsselbund ist dann der Ring vom Zuschauer. Genau. Ihr kriegt hier halt, wie gesagt, nur die Idee, die Performance. Was heißt nur? Ihr kriegt. Also ihr kriegt auch schon ein Tutorial, muss man Ja, dazu ihr sagen. kriegt die Live-Performance, Tutorial. Es geht insbesondere darum, welche Ringzieher es gibt, wie ihr es verwenden könnt, wo ihr es verwenden könnt. So ein bisschen, es ist insgesamt 110 Minuten. Ja, es sind fast 2 Stunden Performance und dann Ja. in Detail Studio, persönliche Tipps, welche Ringflights, wie und Also was. ihr könnt quasi, das ist eigentlich ziemlich genial, wir haben letzte Woche gesagt, bei unseren zwei Ringziehern haben wir gesagt, da ist meistens die Performance nur relativ basic dabei. Hier hättet ihr im Prinzip, wenn ihr euch tatsächlich einen davon geholt habt oder vorhabt zu holen, hier hättet ihr da eine richtig geile Stage-Routine zu eurem Ringzieher noch mit dazu. Wobei, das ist schon nicht der günstigste Effekt hier. Es ist, und Ja. dadurch, dass ihr halt eben nicht die ganzen Sachen mit dabei habt, ist es natürlich schon einschneidend. Finde ich es jetzt interessant? Ja. Finde ich tatsächlich, hätte ich es mir wahrscheinlich geholt? Wahrscheinlich nicht. Aber die Routine ist stimmig. Es ist auch mal interessant, so einen Ringeffekt auf der Bühne zu sehen und wie der wirkt. Ja. Weil ich hab noch nie jemanden gesehen, der einen Ringzieher auf der Bühne gemacht hat. Nee, tatsächlich, nee. Ich kenne Ringeffekte auf der Bühne, zum Beispiel mit einem Kaugummiautomaten, dass der da auftaucht oder sonst irgendwas. Aber das ist quasi eine relativ klein gehaltene, groß zu spielende Routine. Ja. Das heißt also, ihr seid alleine, ihr könnt es ohne Probleme machen und habt alles an euch. Ist jetzt ja die Frage, ob euch sowas interessiert. Genau, aber ich denke, wenn es euch interessiert und ihr Bock habt auf so eine Routine, macht ihr nicht viel verkehrt, weil die Routine ist genial und ich meine, es ist auch ein absoluter Profi, der das hier präsentiert. Also das alleine das Setting, wo die Live-Performances raus sind. Ich kenne jetzt sonst nicht so viel von seiner Arbeit oder hab was. Ich kann Sagt mir zumindest, gar kann nicht. ich dem gerade kein Produkt jetzt sonst Ich auch nicht, zuordnen. nee. Aber ja, das ist so die Thematik. Ich finde auch, dass es ein bisschen teuer ist. Ich hätte mir halt irgendwie schon einen Ringzieher dazu gewünscht, muss ich Ja, ganz ehrlich wenn sagen. es ein billiger gewesen wäre, es Ja, wäre ja auch wurscht gewesen. aber man kann jetzt natürlich Argumente hernehmen und sagen, hey, das was anstatt den teuren von letzter Woche zu kaufen, den Revolution, kaufe ich mir den Departure plus das Produkt, dann dürfte ich ziemlich circa beim selben Preis, wenn nicht noch Ungefähr, günstiger ja. liegen. Und wie gesagt, ich bin ja eh der Meinung, Das dass wäre es. natürlich eine Option, ja. Ja. Dann hätte man so das ganz gut kombiniert. Ja, das ist so paar schwer noch mehr zu sagen, als dass es solide ist, dass Für es gut ist. mich schlägt ordentlich der Preis rein. Und dafür, dass Ja. ihr halt eben wirklich nur die Ideen an die Hand bekommt und ihr nochmal zusätzlich, vielleicht, wenn es blöd läuft, nochmal das Doppelte nochmal drauf zahlen. Also nochmal dasselbe Ja, zahlen ich finde es müsst. für eine Idee auch recht viel. Das könnte Ja. man auch in den Download packen und den relativ Ja, günstig. jemand mit heutzutage wäre es Heutzutage. ein Download Ja, ist geworden. nicht mehr ganz zeitgemäß vermarktet, aber kann man den Produkt jetzt nicht ankreiden, Nee. schmälert jetzt nicht die Qualität. Ich gebe dem Ganzen 7 Punkte. Ich finde es auf jeden Fall interessant, aber wie gesagt, dadurch, dass halt eben alles andere außenrum fehlt, ja, es ist kein ganzes Produkt. Selbst wenn ich sagen würde, ja, ich habe jetzt die Kohle investiert und ich möchte es machen, muss ich mir trotzdem noch Sachen dazu kaufen. Ja, von mir gibt es sogar nur 6 Punkte. Also ich finde es auch gut, die Routine gefällt mir, für die Bühne ringt sie alles tipptopp, aber Preis, Leistung und ja, nicht, könnte man besser vermarkten heutzutage. Schreit nach einer Neuauflage für mich, muss man ganz klar sagen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dem Produkt findet, wenn ihr es überhaupt kennt. Ansonsten, ob ihr es besser gefunden hättet, wenn das da Ist auch alles ein dabei bisschen gewesen schwer, wäre. glaube ich, vom Marketing her, weil man halt sich ganz schwer, also bevor, ich hatte auch erst die DVD nicht, weil die noch bei dir physisch lag. Es ist ganz schwer, sich einen Eindruck von dem Produkt zu verschaffen. Und jetzt auch trotz dieser Review, weil wir können jetzt auch nicht die Live-Performance hier komplett reinschneiden, Das stimmt. es ist ganz schwer, da einen Eindruck von dem Produkt zu verschaffen. Das ist wirklich, das ist schon ein bisschen Sprung ins kalte Wasser fast. Also, ja. Aber ihr werdet mit Sicherheit nicht enttäuscht sein. Und das war The Sting von Louis Leventhal. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Review für diese Woche. Heute mit The Sting und The Nest of Wallet. Wenn euch eins von den Produkten gefallen hat, über die Links in der Beschreibung würde Magic Shop helfen, würde der Shop helfen, würde natürlich auch euch helfen. Joe überholt sich immer selbst im Outro. Blablabla. Hilft jedem. Hilft jedem. Und in diesem Sinne, bleibt magisch. Magisch.